Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, der heutige Tag ist der 88. Jahrestag der Besetzung der Gewerkschaftshäuser am 2. Mai 1933. An diesem Tag zerschlugen die Nationalsozialisten die freien Gewerkschaften und verhafteten, wie überall in Deutschland, auch hier in Münster, führende Gewerkschafter und erhoben sie all ihrer Funktionen. Wir stehen hier am Ort des historischen Gewerkschaftshauses, dort, wo die Erstürmung des Hauses vor 88 Jahren geschah. Aus Münster ist Folgendes aus jenen Jahren bekannt. Wir werfen den Blick jetzt mal so ein bisschen zurück in jene Zeit. Seit dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts gab es in der im wirtschaftlichen Aufschwung stehenden Westfalenmetropole Münster vielfältige Bestrebungen der abhängig beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sich selbstständig zu organisieren, um ihre Rechte zu vertreten. Die gewählten Kolleginnen und Kollegen dieser Bewegung wurden in ihren Aktivitäten auch zu der Zeit schon vielfach von ihren Arbeitgebern behindert, bis hin zu willkürlichen Kündigungen derjenigen, die Betriebsräte gründen wollten und Gewerkschaftsarbeit leisten. In den 20er Jahren gab es dann in Münster 20 einzelne im ADGB, im Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund, zusammengeschlossene Gewerkschaften. Der DGB war übrigens der Zusammenschluss der christlich-nationalen Gewerkschaften zum damaligen Zeitpunkt. Erst nach 1945 wurde dann der DGB Einheitsgewerkschaft sozusagen für alle Stunden. Die Gewerkschaftsführung hatten nach der Machtübertragung an Adolf Hitler am 30. Januar 1933 noch auf Anpassung und den Versuch gesetzt, unter den neuen Machthabern quasi zu überwintern und die Organisation zu retten. Auch rief der ADGB zur Teilnahme am 1. Mai 1933, dem Tag der nationalen Arbeit hieß, auf. Der nationalsozialistische Staat und sein Ziel, alle Lebens- und Sozialbereiche der Menschen zu dominieren, war jedoch nicht mit den sogenannten Sozialistengesetzen der Kaiserzeit zu vergleichen. Dies zeigte sich auch in Münster gleich an mehreren Übergriffen bereits vor dem 2. Mai. Am 8. und 9. März 1933 zogen SA-Leute vor das Haus, stürmte es und verbrannten draußen Fahnen der Gewerkschaften und des Reichsbahnhofs. Das ist auf der Blutfläche da vorne passiert, die heute noch existieren. Am 31. März 1933 wurden in Münster die Gewerkschaften von der SA eingezogen. Der SA-Mann Deinertz erschien am Vormittag beim Münsteraner Polizeipräsidenten. Er forderte ihn auf, zwei Kriminalbeamte zur Durchsuchung des Gewerkschaftshauses an der Dammstraße abzustellen, was dann auch geschah. Er drohte, würden diese ihm nicht beigegeben, würde die SA alleine das Haus stürmen. Ergänzenderweise muss man noch wissen, dass zu dem Zeitpunkt bereits zahlreiche SA-Mitglieder mit Erlass vom 22. Februar 1933 zu sogenannten Hilfspolizisten ernannt worden waren und also regulär tätig waren im Polizeidienst. Deinertz gab an, er solle im Einverständnis mit der Gauführung eine Durchsuchung nach marxistischen Schriften und Waffen vornehmen. Vielleicht zum besseren Verständnis, dieses Gewerkschaftshaus hatte auch eine eigene Buchhandlung, wo dann eben Schriften der Arbeiterbewegung, Arbeiterinnenbewegung vertrieben worden waren. Hier vorne auf der Ecke gab es einen Eingang zu der Gaststätte, die zu dem Haus gehörte, und zu einer Kneipe, die sich Felsenkeller nannte. Also das war so das, was man damals so als Volkshaus bezeichnete. Genau. Die Durchsuchung des Gewerkschaftshauses wurde dann von 60 SA-Leuten und zwei Kriminalpolizisten durchgeführt. In anderen Städten auch wurden auch in Münster Einrichtungen und Bürogegenstände gestohlen, demoliert und Aktenmaterial vernichtet. Die vorgefundenen Zeitschriften, das Bibliotheks- und Archivmaterial, Fahnen der Arbeiterbewegung verbrannten die SA-Leute auf der Wiese vor dem Gewerkschaftshaus. Auf dem Dach wurde als Zeichen des Triumphes der neuen Machthaber die Hakenkreuzfahne gehisst. An den überlieferten Bildern dieser Zerstörungsaktion kann man erkennen, dass zur Bücherverbrennung auch Hitlerjungen eingesetzt wurden, die sich voller Stolz dabei fotografieren ließen. Die erste Verbrennung von Büchern fand also in Münster bereits vor dem 10. Mai, dem Tag der Bücherverbrennung, statt. Das Gewerkschaftshaus wurde dann von der SA besetzt, die Räume versiegelt und erst am 7. April dann von der Polizei übernommen, von denen, wie gesagt, etliche inzwischen auch aus der SA rekrutiert worden waren. Die Kolleginnen von damals forderten rechtsstaatliche Zustände ein, die es jedoch nicht mehr gab. Für das Gewerkschaftshaus wurde eine sogenannte Hausordnung erlassen, die Folgendes bestimmt, Zitat: Sollte die SA aber auf der anderen Seite merken, dass von Seiten des Publikums, also der Kolleginnen und Kollegen, die das Haus aufsuchten, geplant ist, Feindseligkeiten zu begehen oder passiven Widerstand unseren Anordnungen entgegenzusetzen, so wird die SA das tun, was sie für richtig hält, und auf verschärfsten Maßnahmen nicht zurückschrecken. Zitat Ende.
Am 2. Mai schließlich wurde das Gewerkschaftshaus endgültig besetzt und die Sekretäre Fritz Niemeyer, Michael Wenig, Friedel Rabe und Fritz Schmidt und weitere Kollegen verhaftet. Über das Leiden der Münsteraner Gewerkschafter berichtete ein Zeitzeuge. Das Schicksal der gefangenen Gewerkschaftsfunktionäre war hart. In einem Keller nähe der Gaststätte Schwarzes Lamm an der Mariensäule wurden sie nach den Methoden der SA verhört. Einige dieser Männer verließen den Keller mit bleibenden gesundheitlichen Schäden, andere wurden zur Zwangsarbeit in die Moorlager verbracht. Ein Kollege wurde am 6. Mai aus der sogenannten Schutzhaft, also der Folter, entlassen. In dem Polizeiprotokoll zur sogenannten Schutzhaftentlassung, also auch ein extrem euphemistischer Begriff, das der Kollege Schulze unterschreiben musste, hieß es: Mir ist eröffnet, dass ich aus der Schutzhaft entlassen werde, da inzwischen die Gleichschaltung der freien Gewerkschaften erfolgt ist. In Rücksicht hierauf werde ich nichts unternehmen, was in politischer und gewerkschaftlicher Hinsicht zu irgendwelchen Störungen Anlass geben könnte. Mir ist eröffnet, dass ich erneut in Schutzhaft genommen werde, falls ich mich in gewerkschaftlichem Sinne marxistischer Art betätige. Zitat Ende. Soweit zu den bekannten Ereignissen aus der damaligen Zeit in Münster. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, die Diktatur der Nationalsozialisten beschäftigt uns bis heute und muss uns auch weiterhin beschäftigen. Auch weil damit das Ende der alten Arbeiterbewegung und die schwärzeste Stunde der Gewerkschaften, der 2. Mai 1933, verbunden ist. Und es eben nicht gelang, den Faschismus zu verhindern. Zugleich zeigte uns die weitere Entwicklung, wie eine Gesellschaft, die als modern, kultiviert und fortschrittlich galt, rasch in eine Barbarei überging, die binnen kürzester Zeit in eine Diktatur und dann später in einen biologischen Vernichtungskrieg überging. Die Auseinandersetzung der deutschen Variante des Faschismus, des Nationalsozialismus, bleibt eine dauerhafte Aufgabe der Gewerkschaft. Kommt doch im Namen der Organisation die Gegenbewegung zur gewerkschaftlichen, freien und selbstorganisierten Arbeiter-ArbeitnehmerInnenbewegung zum Ausdruck. Werfen wir daher einen Blick zurück. Im Jahre 1887 wird in Münster eine erste Vorläuferorganisation der NSDAP mit dem Namen Deutscher Reformverein gegründet, der bereits in seinem Emblem das Hakenkreuz trug. Dessen Programm war streng antisemitisch. Mitglied konnte nur werden, wer, Zitat, deutscher, arischer Herkunft war. Der Verein verstand sich als Teil der sogenannten deutsch-sozialistischen Bewegung oder deutsch-sozialen Bewegung jener Jahre, die sich vor allem gegen die Gleichberechtigung der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger richtete, zugleich aber auch der Arbeiterbewegung feindlich gegenüberstand. Bis zum Jahre 1924 blieb der Verein im Einwohnerbuch der Stadt verzeichnet. Die Bibliothek dieses Vereins fand interessanterweise über den sogenannten Deutschen Schutz- und Trutzbund, ebenfalls mit dem Hakenkreuz im Symbol, den Weg in die NSDAP-Ortsgruppe Münster, die als erste in der Region im Jahr 1922 gegründet wurde. Der Schriftführer des ursprünglichen Vereins, also des Deutschen Reformvereins, war Gründungsmitglied der NSDAP. Also antisemitische und antidemokratische Kontinuitäten in jener Zeit. Auch in Münster gab es vor allem in der Frühzeit der Weimarer Republik eine große Anzahl von republikfeindlichen Organisationen, neben denen die frühe NSDAP, die wie gesagt am 22. September 1922 gegründet worden war, nur eine von vielen war. Das oft vermittelte historische Bild, dass Münster bis zu den frühen 30er Jahren bezogen auf die Aktivitäten der sogenannten Rechtsbewegung eine Art Insel der Glückseligen war, muss deutlich korrigiert werden. Vielmehr ist insbesondere für die Zeit zwischen 1918 und 1924 in Münster eine besondere Untersuchung wert. Die Auseinandersetzung der Gewerkschaftsbewegung mit den rechten Republikfeinden war von Anfang an gegeben. Und wer weiß schon, dass es Anfang der 20er Jahre auch Aktivisten und Aktivistinnen der Deutschen Friedensgesellschaft in Münster gab. Und eine bundesweit aktive Organisation, die sich Deutsche Liga für Menschenrechte nannte, deren Vorstand unter anderem Professor Albert Einstein war und die sich für eine Verständigung mit Frankreich einsetzte und unter anderem ein Weißbuch über die Schwarze Reichswehr herausgab, in dem unter anderem über illegale Aufrüstungspläne und Ähnliches berichtet wurde. Also es gibt gerade, was diese Frühzeit der Weimarer Republik angeht, noch sehr viel Raum für Forschungsarbeit, wo sie sicherlich auch noch so manches Interessante ausgraben lässt. Einige Punkte möchte ich noch anreißen. Einer der verhafteten Kollegen im Jahr 1933, Fritz Niemeyer, hatte 10 Jahre zuvor, am 27. Juni 1923, in einem Brief an den preußischen Innenminister Folgendes geschrieben: Münster und München, beides ist gleich.
und Münster sei eine Hochburg der völkischen und Nationalsozialisten. Was war der Hintergrund für diese konkrete Aussage? 3 Tage zuvor war in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni das Druckgebäude der sozialdemokratisch-freigewerkschaftlichen Tageszeitung Volkswille in der Burgstraße Opfer eines Sprengstoffanschlags geworden. Es war der erste Jahrestag der Ermordung des Außenministers Walter Rathenaus durch die rechtsradikale Geheimorganisation Konsul. Auch wenn die dunklen Quellen jener Jahre nicht mehr vollständig sind, so finden sich durchaus Hinweise, dass diese Mörderorganisation auch in Münster eine von mehreren Kommandostellen hatte. Auch in Münster gab es eine schwarze Reichswehr. Der ADGB hatte übrigens an diesem Tag gemeinsam mit SPD, USPD und KPD in Münster zu einer Kundgebung pro Weimarer Republik aufgerufen. Durchaus bemerkenswert übrigens vor dem Hintergrund einer damals bereits geteilten und gespaltenen ArbeiterInnenbewegung. 2 der Täter dieses Sprengstoffanschlages wurden dann tatsächlich auch gefasst und verurteilt, und zwar zu einer Mindeststrafe von 5 Jahren Zuchthaus. Strafmildernd wurde bewertet, jetzt kommt es, dass sie aus nationalen Beweggründen gehandelt hätten. Beide waren im Übrigen NSDAP-Mitglieder. Ob mit Franz Schäfer von Salomon, der als Anführer des Freikorps Westfalen 1920 die Arbeiteraufstände an der Ruhr blutig niedergeschlagen hatte, den Anschlag befahl, ist umstritten. Gleichwohl war er jedoch ebenfalls in dieser Zeit in Münster und wichtiger Bestandteil dieser, ja, soll man sie beschreiben, dieser extrem rechten Gruppierungen und Freikorps. Er gründete 1924 mit Goebbels den Gau Westfalen der NSDAP und ab dem 1.1.1926 ernannte ihn Hitler zum obersten SA-Führer. Sein Stellvertreter wurde ein gewisser Heinrich Himmler. Oder sein Sekretär, Entschuldigung. Wurde Heinrich Himmler. Einer der Täter, der die Bombe gelegt hatte, war Heinz Kolpin gewesen. Kolpin hatte sich im Jahr 1922 von seinem Dienst als politischer Kriminalkommissar der Polizei mit 35 Jahren pensionieren lassen und betrieb nun ein privates Nachrichtenbüro. Tatsächlich diente dieses Nachrichtenbüro als Teil einer illegalen Organisation, nämlich der sogenannten Zentralstelle Nord Nachrichtenstelle, deren Hauptstützpunkt in Wesel war. Dieses Büro gehört in Wirklichkeit zum Münsteraner Wehrkreiskommando 11. Die private Fassade, also dem Wehrkreiskommando in Münster. Die private Fassade war reine Tarnung, damit Kolpin nämlich sozusagen, ohne als Militärangehöriger quasi erkannt zu werden, mit jeder staatlichen, kommunalen oder sonstigen Stelle in Verbindung treten konnte und sie eben zu einer Form von Amtshilfe veranlassen konnte. Also nochmal im Klartext, er war Agent der Reichswehr, der die Niederschlagung der Streikbewegung gegen den Kapp-Putsch maßgeblich 2 Jahre zuvor unterstützt hat. Dann ein Zitat, das man vielleicht in einer anderen Zeit vermutet hätte, genau dazu. Zitat, in dieser Stellung unterstützte er den Kampf gegen Spartakus und andere Umsturzgefahren und half durch die Aufdeckung der Organisation der Roten Armee, die ersten schweren Gefahren für die Weimarer Republik mitzubannen. Das Zitat stammt aus den Westfälischen Nachrichten vom 18. April 1957, die diesen Artikel zu Kolpins Geburtstag, zu seinem 70. Geburtstag, um genau zu sein, geschrieben hat. Kolpin hatte in der Roten Ruhrarmee zahlreiche Agenten platziert, durch die das Wehrkreiskommando in Münster über alle ihre Schritte informiert war. Also nochmal zusammengefasst, es gab eine direkte Linie vom Wehrkreiskommando der Reichswehr zu den Freikorps und dem terroristischen Sprengstoffanschlag auf das SPD-Gebäude an der Burgstraße. Und dass natürlich diese politischen Linien weiterhin wirksam waren, liegt auf der Hand. Die Zuschreibung des Kollegen Niemeyer bezog sich in erster Linie auf die Zeit vom Frühjahr 1923 bis etwa Ende 1924, also der Zeit der französischen Ruhrgebietsbesetzung und der Flucht vieler Freischärler, die in Münster Unterschlupf gefunden hatten und gegen die Besatzung kämpften. Gleichwohl, und zwar durchgängig, gab es auch in Münster ein Milieu von etwa 2.000 bis 4.000 aktiven Personen, die in jenen Jahren dem extrem rechten Spektrum zuzurechnen waren. Kriegervereine, der Stahlhelm, der Deutsche Schutz- und Trutzbund, ein Westfalen-Treubund, diverse Geheim- und Tarnorganisationen und eben auch studentische Gruppen. Organisationen, die im rechtskonservativ, rechtsnationalistischen Bereich anzusiedeln waren und eigenständig in der Lage waren, zu handeln und Veranstaltungen zu organisieren. Noch zu nennen ist hier die Organisation Viking. Der Name wurde unter anderem als Fortführung der Organisation Konsul genutzt. Münster war, auch und gerade aufgrund des stationierten Militärs, eine sogenannte regionale Ordnungszelle. Ein Begriff, der sich gerne in der vor allem konservativen Geschichtsliteratur findet, wobei dieser Begriff wie so viele andere eben euphemistisch ist und den wahren Charakter verschleiert.
In Neumünster aus zerschlug General Wacker die Rote Ruhr ab. Watter hieß er, die Rote Ruhrarmee, die aus dem erfolgreichen Generalstreik des Jahres 1920 gegen den Kapp-Putsch hervorgegangen war. Hunderte Arbeiterinnen und Arbeiter wurden dabei erschossen. Die Freikorps, die neben der Reichswehr für die Standgerichte verantwortlich waren, trugen ebenfalls das Hakenkreuz auf dem Stahlhelm. Was kaum bekannt ist, direkt nach der Revolution vom 9. November 1918 wurden 60 Soldaten des Münsteraner Kürassierregiments aus der Reiterkaserne nach Berlin befohlen, wo sie die Revolution mit beenden und niederkämpfen sollten. Später kehrten diese Soldaten dann nach Münster zurück und waren in der Niederschlagung des Streiks, der Streikbewegung an der Ruhr im Jahr 1920 beteiligt. Festzuhalten ist auch hier, direkt nach Kriegsende und den Kämpfen gegen den sogenannten äußeren Feind wurden diese Soldaten gegen den inneren Feind, also die Arbeiterinnenbewegung, eingesetzt. Die gleichen Soldaten, die zuvor den Putschversuch von Kapp und Lüttwitz unterstützt hatten, wurden nun von der Reichsregierung gegen die eingesetzt, die mit ihrem Generalstreik den rechten Putsch zum Scheitern gebracht hatten. Zum Kapp-Putsch, und nicht nur, weil er sich im letzten Jahr zum 100. Mal jährte, wer sich mit der Zeit zwischen 1918 und 1922 im Ruhrgebiet beschäftigt, hat den Eindruck, dass es sich dort um eine Art permanente Ausnahmesituation gehandelt haben muss. Es gab in jenen Jahren gewaltige Streiks zur Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Lage der Arbeiterinnen und Arbeiter und die Forderungen nach Verstaatlichung von Industriezweigen, aber eben auch staatlichen Interventionen, aber eben auch der Kritik an staatlicher Intervention zugunsten der Arbeitgeber. Vom 1. April 1919 bis zum 6. Juni 1920 erlebte das Ruhrgebiet eine Art permanenten Belagerungszustand. Die damalige Reichsregierung berief sich auf ein Gesetz aus dem Jahre 1851 zur Verhängung des Belagerungszustandes, das Kriegsgerichte, Presse- und Streikverbote, Ausgangssperren und weiteres vorsah. All das, um die berechtigten Forderungen der Arbeiterinnen und Arbeiter zurückzudrängen, um eben soziale Kämpfe zu unterbinden, denn Armut und Hungersnot war damals weit verbreitet. Es ist leider ein weithin vergessenes Kapitel aus den ersten Jahren der Weimarer Republik. Es gab ja im letzten Jahr unter anderem auch ein Buchprojekt zum Kapp-Putsch, das eben diese Zeit auch nochmal herausgearbeitet und illustriert hat. Ich glaube, wir tun gut daran, diese Zeit nicht zu vergessen, sondern immer wieder auch daran zu erinnern, was damals geschehen ist. Bleibt noch ein Blick auf die Hochschule, auf die Universität in Münster, in deren Zusammenhang die sogenannte Akademische Wehr zu nennen ist. Das waren mehrere hundert Studenten, die sich in dieser Formation an Bluttaten der Freikorps beteiligten. Ihr Anführer war Professor Hubert Nähndrup, Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät und im Jahre 1933 erster Universitätsrektor mit NSDAP-Partei. Der Kommandeur der Münsteraner Division bedankte sich bei der Akademischen Wehr unter anderem mit den Worten, dass sie aus rein idealen Gründen dem Rufe des Vaterlands zum Kampf gefolgt seien. Und, Zitat, leider ist es nicht möglich gewesen, die Operation so zu führen, wie es der Soldat sich gewünscht hätte. Mit anderen Worten, die Freikorps hätten gern noch mehr Arbeiterinnen und Arbeiter getötet. An der Universität befand sich zum damaligen Zeitpunkt übrigens ein Werbebüro, das Studenten anwarb, in den Freikorps zu kämpfen, unter anderem in dem Freikorps Lützow, das dann ebenfalls, die Geschichte dreht sich manchmal so ein bisschen, bis dann 1819 in Berlin eingesetzt worden war. Zur Rolle der Universität gleich noch Folgendes. Diese war ein Zentrum der Kriegspropaganda im Ersten Weltkrieg. Nicht nur, dass dort Schriften verfasst worden sind, die die Kriegsziele rechtfertigten, das geschah in vielen Hochschulen. Hier in Münster hatte sich eine Gruppe von Professoren fakultätsübergreifend zusammengetan und fungierte als Verteilerstelle der Kriegszieldenkschriften der Wirtschaftsverbände und waren eben auch ein Freundeskreis oder Teil eines Freundeskreises des Pressekonzerns von Alfred Hugenberg, im Jahre 1933 das Kabinett Hitler eintrat und mit seiner deutschnationalen Volkspartei den Nazis zur parlamentarischen Mehrheit verhalf. Das jetzt vielleicht als historischer Exkurs. Und wenden wir noch kurz einen Blick in unsere Tage. Als sich im letzten Jahr oder Ende des vorletzten Jahres, um genauer zu sein, Nachrichten verdichteten, dass sich in und außerhalb von staatlichen Strukturen der Bundesrepublik eine mehrere hundert Mitglieder umfassende Verschwörertruppe gebildet hatte, in manchen Medien auch neue schwarze Reichswehr genannt, blieb es damals und bis heute erstaunlich ruhig, ja beängstigend ruhig. Dabei ging es nicht weniger um den generalstabsmäßig geplanten Mord an politischen Gegnern, an MigrantInnen und Demokraten, VertreterInnen der politischen Linke in der Bundesrepublik. Das Netzwerk der neuen schwarzen Reichswehr, ich bleibe bei diesem Begriff, der etwas irreführend ist, aber
halt damals so bekannt geworden ist, reichen über Angehörige der KSK Spezialkräfte der Bundeswehr, Angehörige von SEK Einsatzgruppen der Polizei und eben einem gemeinnützigen Verein UNITA, der wiederum ein eigenes Netzwerk aus 1000 Mitgliedern unterhält. Hier sammelten sich Fallschirmjäger, SEK-Leute, Verfassungsschutzmitarbeiter und Geheimdienstler. Hinzu kamen Angehörige der sogenannten Prepper-Szene, also Menschen, die Konserven, Benzin und anderes horten, um auf den Tag X sich vorzubereiten, an dem dann der aus ihrer Sicht drohende Staatsnotstand ausbricht. Diese Schattenarmee innerhalb der Bundeswehr und anderer benachbarter in Anführungszeichen, Organisationen hatte neben den Todeslisten politischer Gegner Waffen gesammelt, geheime Vorratslager angelegt und den Nahkampf trainiert. Also wie gesagt, das ist weitgehend aus den Medien verschwunden, hatte damals kurz für Aufsehen gesorgt, aber spricht heute offenbar keiner mehr. Nach politischen UnterstützerInnen und Unterstützern muss im politischen Parteienspektrum allerdings nicht lange gesucht werden. Fällt einem doch bei diesen Vorgängen das Zitat des inzwischen ehemaligen AfD-Mannes Holger Ape ein, der in internen Chats Folgendes erklärt hat. Wir müssen ganz friedlich und überlegt vorgehen, uns gegebenenfalls anpassen und dem Gegner Honig ums Maul schmieren, aber wenn wir endlich soweit sind, dann stellen wir sie alle an die Wand. Grube ausheben, alle rein und Löschkalk oben drauf. Zitat Ende. Man kann davon ausgehen, dass Ape mit dieser intern getätigten Aussage sicherlich nicht völlig alleine steht. Die neue Schwarze Reichswehr, nennen wir sie mal weiterhin so, steht somit tatsächlich in einer deutschen Tradition, der in der Weimarer Republik die Grundlagen für den Aufstieg der NSDAP und des Faschismus gelegt wurden. Und zwar aus staatlichen Organisationen heraus, die eigentlich die junge Demokratie schützen sollen. Es ist daher auch notwendig, nicht nur besorgt diese Entwicklung zu kommentieren, sondern sich aktiv dort, wo diese extrem Rechten auftreten, sich entgegenzustellen. Egal, ob es sich um Nazi-Aufmärsche, Rechte oder rassistische Propaganda am Jugendzentrum oder am Arbeitsplatz oder im Viertel handelt, für uns gilt nach wie vor, wehret den Anfängen, kein Meter den Nazis. Hallo, danke, schöne Arbeit. Danke. Ja, ebenso. Danke. Also, für uns gilt nach wie vor, wehret den Anfängen, kein Meter den Nazis. Wie damals versuchen Neonazis und nicht nur sie mit vermeintlichen sozialen und heute globalisierungskritischen Parolen am Boden zu gewinnen. Auch heute missbrauchen sie die Unsicherheit und Zukunftsangst vieler Menschen. Sie sagen Schluss mit Hartz IV und wollen im gleichen Atemzug einen sogenannten Arbeitsdienst für Unvermittelbare getreu dem Reichsarbeitsdienst der Nazizeit einführen. Dies korrespondiert, wir werfen wieder einen Blick zurück, mit der, ich setze es ausdrücklich in Anführungszeichen, Beschäftigungspolitik der Nazis. Die Kolleginnen und Kollegen von damals beim Bau der Autobahn zum Beispiel wurden gezwungen, zu Löhnen zu arbeiten, die weit unter den Sozialhilfegesetzen lagen. Viele konnten ihre Familien nicht ernähren. Wer sich weigerte, diese Arbeiten aufzunehmen, kam ins Konzentrationslager. Unter anderem jenes Autobahnprogramm als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme hatte Hitler am 1. Mai 1933 verkünden lassen. Auch hier ist heute noch erhebliche Aufklärungsarbeit zu leisten, denn der eine oder andere hört sicherlich auch heute noch etwas über die angeblich guten Jahre des Dritten Reiches. Wir werden uns auch weiterhin mit der AfD zu beschäftigen haben. Noch viel zu viel halten diese Partei für eine bürgerliche Partei, die eben eine bürgerlich-konservative Alternative zu CDU und FDP ist. Die AfD jedoch ist keine Alternative. Sie ist keine demokratische Partei. Hass, Hetze gegen Geflüchtete, Menschen mit Behinderung und Menschen jüdischen Glaubens sind nicht diskussionswürdig, diskutierbar und eben auch keine legitime Position neben demokratischen Positionen und Parteien. Gerade in diesem Jahr der Bundestagswahl müssen wir unsere Aktivitäten verstärken, darf Rassismus, Hass und soziale Ausgrenzung nicht salonfähig sein oder werden und darf dieser Partei kein Podium und keine Bühne geboten werden. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass wir uns heute hier versammeln und uns in dieser Gedenkveranstaltung an Entwicklungen erinnern, an deren Ende viele Menschen ihr Leben gelassen haben. Der 1. Mai 1933 war vom Tag der Solidarität, des Friedens und der sozialen Gerechtigkeit zu einem Tag geworden, der auf den Völkermord vorbereitet. Banner der Arbeitnehmerbewegung, Arbeitnehmerinnenbewegung wurden durch Herschauen und Waffendemonstrationen ersetzt. Deshalb war es wichtig, dass es uns gelungen ist, im Jahre 2013 die Gedenktafel hier am Haus gemeinsam anzubringen.
seinerzeit auch mit Unterstützung der Bezirksvertretung in Zermatt. Das, was auf dieser Tafel steht und woran sie erinnert, bleibt das Vermächtnis derjenigen, die sich vor 1933 für die Rechte der ArbeitnehmerInnen eingesetzt haben, die zwischen 33 und 45 verfolgt wurden und die auch in Münster Widerstand geleistet haben. Es gab bis 1935 in Münster eine Zeitung mit dem Namen Der Rote Arbeiter, der zu Widerstand gegen die Nazis aufrief. Die Zeitung wurde von ArbeiterInnen der unterschiedlichen vormaligen Gewerkschaften herausgegeben. Also ChristdemokratInnen, SozialdemokratInnen, KommunistInnen. 1935 wurden die ja, Herausgeber, so muss man sie wohl nennen, verhaftet und vom Oberlandesgericht Hamm zu Zuchthausstrafen verurteilt. Solange ihr in Zuchthausstrafen, um es genau zu sagen. Dennoch gilt, und das bleibt das ja, üble Resümee, eine zersplitterte und zerstrittene ArbeitnehmerInnenbewegung war am Ende der Weimarer Republik nicht mehr handlungsfähig. Wenn auch zu Beginn der Republik, als mit einem Generalstreik der reaktionäre Kapp-Lüttwitz-Putsch, der uns ja heute ein paar Mal schon beschäftigt hat, in die Knie gezwungen wurde. Auch heute und für die Zukunft bleibt die Einheitsgewerkschaft unser Auftrag. Ein bleibender Auftrag. Wilhelm Leuschner, der ehemalige stellvertretende ADGB-Bundesvorsitzende, der sich 1933 im Widerstand betätigte und nach dem 20. Juli als Mitwisser dieses Attentats hingerichtet wurde, war einer derjenigen, die früh für eine gewerkschaftliche Einheit kämpften. Seine letzten Worte waren: Morgen werde ich gehängt, schafft die Einheit. Leuschner war für den Fall eines gelungenen Umsturzes als Regierungsmitglied gehandelt worden. Wir sollten jedoch auch eines nicht vergessen, weil es vielleicht etwas zu kurz gekommen ist in der Gesamtbetrachtung. Das Ende der Weimarer Republik lag nicht nur an der Schwäche der Gewerkschaft. Die Gewerkschaftsfeindlichkeit der Nazis, auch daran muss erinnert werden, gehörte zu den Punkten, die den besonderen Zuspruch der ökonomischen Eliten der Weimarer Republik fanden. Das wirtschaftspolitische und auch allgemeinpolitische Programm, zum Beispiel der Ruhrlade, einem Zusammenschluss der Montanindustriellen im Rheinland und Westfalen, verlangte geradezu nach einem Mann wie Hitler und den Faschisten. Tarifverträge allenfalls in Betrieb, also nicht überbetrieblich, Beschränkung aller sozialen Ausgaben, Verringerung der Arbeitslosenunterstützung und, Zitat, Kampf gegen die Gewerkschaft mit aller Schärfe. Das schrieb im Sommer des Jahres 1932 Paul Reusch von der sogenannten Gute Hoffnungshütte, also einem Bergbauunternehmen, an Redakteure, die in seinem Sold standen. Das, glaube ich, sollte man sich auch nochmal am Ende einer solchen Debatte, am Ende einer solchen Veranstaltung durchaus merken und sich daran erinnern. Uns heute bleibt neben dem Vermächtnis zur Einheitsgewerkschaft der Kampf für Freiheit und Demokratie. Nicht nur gegen Nazis, AfD und andere, für den Schutz der Demokratie und der Freiheit eintreten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Traditionell machen wir immer noch eine kurze Schweigeminute, weil wir uns an die